heute Abend im Ausschuss Diskussion um die Eisbahn. Ihr Fazit? Ja, nun, es war ein Zwischenbericht und darüber wurde diskutiert. Und wir haben drei Vorschläge gehört und wir haben die Stellungnahme der bisherigen Beschicker und noch Beschicker gehört. Und darüber muss neu beraten werden, darüber muss nachgedacht werden, das muss jeder umwälzen und muss dann auch in den Fraktionen sich äußern und dann muss daraus eine Vorstellung werden, die auch verwirklicht werden kann. Und was ich eben noch zuletzt gesagt habe, es muss einfließen auch in die Planungen für die Neugestaltung Neumarkt, weil man sonst es gar nicht berücksichtigt, beziehungsweise weil man dann sonst Dinge, die vielleicht beschlossen werden, gar nicht ausführen kann, weil er anders ausgeführt ist und anders umgeändert wurde, als man es notwendigerweise machen muss. Aber die Ergebnisse, die herausgekommen sind, die waren doch klar. Es scheint einstimmig zu sein, dass der Neumarkt als Standort präferiert wird. Ja. Es scheint einstimmig zu sein, dass eine Kunststoffeisbahn herkommen soll. Und es ist doch auch unbestritten, dass die bisherigen Christkindlmarkt-Beschicker nicht in ihren Geschäftstätigkeiten künftig durch die Eisbahn behindert werden sollen, oder? Das ist völlig klar. Die Eisbahn soll die Attraktion Christkindlmarkt verbessern, soll die Attraktivität steigern und damit natürlich auch die Geschäftstätigkeit der Beschicker insgesamt verbessern und erhöhen. Das ist eigentlich der Zweck der Übung. Dafür wird ein Christkindlmarkt gemacht. Und um das noch hinzuzufügen, es kann auch nicht sein, was nach der Vorlage zunächst mal bei jedem irgendwo sich festgesetzt hat, dass ein Beschicker von allen bezahlt wird dafür, dass er beschickt und alle anderen nicht. Das, meine ich, ist auch herausgekommen, weil alle gesagt haben, es darf nicht zulasten der Stadt gehen. Also kostenneutral für die Stadt. So ist es, kostenneutral. Herr von Fischke, Sie sind erster Vorsitzender vom Schaustellerverband und haben der Ausschusssitzung heute Abend beigesessen in Sachen Eisbahn. Was ist denn Ihr Fazit? Wir haben grundsätzlich nichts gegen eine Eisbahn. Wir sprechen der Sache sogar dafür. Aber es kann nicht so sein, dass einige Beschicker dann zu Hause bleiben müssen, weil die Eisbahn allein sich nicht trägt und dann noch zusätzliche Eventhäuschen dazukommen sollen. Doppelt und dreifach Glühwein, doppelt und dreifach Imbiss, das kann nicht sein. Eisbahn ja, aber nur die Eisbahn. Sie haben den Standpunkt vertreten, richtigerweise, Sie machen das schon seit Jahren, haben sich ehrenamtlich und mit viel Investition und Herzblut eingebracht. Nun möchten Sie auch bei der Vergabe oder bei diesem Entschluss eine tragende Rolle mitspielen. Ist das so? Ja, im Prinzip ja. Ich vertrete ja meine Kollegen, die nicht alle hier sein können. Wir haben ja über 40 Mitglieder. Und jeder steht auf dem Weihnachtsmarkt und das ist für uns eigentlich eine Existenz. Es ist eine volle Saison, der Weihnachtsmarkt. Es war früher mal ein Zugbrot dazu, aber mittlerweile ist es so, dass wir diesen Weihnachtsmarkt bundesweit brauchen. Sonst kommen wir nicht über den Winter. Es war heute Abend bei dem einen oder anderen Beschicker zu hören, dass der Weihnachtsmarkt, Limburgs Weihnachtsmarkt, notleidend wäre und man dafür eine Gesamtkonzeption, eine ganz neue, brauchen würde. Sehen Sie das auch so? Nein, das sehen wir nicht so. Denn wir haben jedes Jahr steigende Besucherzahlen. Wir haben letztes Jahr 193 Busse gehabt, die hierher gekommen sind, die den Limburger Weihnachtsmarkt und die Altstadt besuchen. Und dann kann man nicht sagen, der Weihnachtsmarkt ist rückläufig. Das ist einfach vollkommener Unsinn. Es ist so, dass ganz viele Menschen hierher kommen und die kommen jedes Jahr hierher. Die fahren am ersten Wochenende nach Heidelberg, am zweiten Wochenende nach Limburg. Das ist so ein Weihnachtsmarkttourismus, der einfach entstanden ist. Viele Leute, das muss man dazu sagen, das ist ja auch gesagt worden, sind enttäuscht. Ja, Limburger Christkindlmarkt ist einfach klein, weil unsere Stadt ja auch nicht so groß ist. Wir sind nicht Wiesbaden, wir sind nicht Frankfurt oder Dortmund. Wir sind eine Kleinstadt, die 6 Wochen lang einen Weihnachtsmarkt durchführt.